Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Bernecker TV. Am heutigen Donnerstag habe ich mir eingeladen, Herrn Volker Schulz, den ich recht herzlich begrüßen darf. Herr Schulz, die Berichtssaison, die läuft auf Hochtouren. Wie waren denn bisher die Zahlen? Wie sind Ihre Eindrücke? Genau, wir hatten ja den Beginn vor ein, zwei Wochen etwa auch hier in Deutschland und wir hatten damals ein paar Enttäuschungen direkt mit Software und Trägerwerk, Gerresheimer. Und dieser rote Faden, der setzt sich im Prinzip fort. Was auffällig ist, dass doch viele Unternehmen warnen müssen. Wir haben jetzt einige dazu bekommen. Wir hatten eine LPKF Laser, die hat im ersten Quartal einen Umsatzminus von 20% gemeldet, wurde abgestraft. Wir hatten eine Osram, die einen deutlichen Gewinneinbruch erlitt und die ihre Kürzungen beim Gewinn die Aktie deutlich zusammengestrichen hat, 17% verlor, aber immer noch mit KGV 20 bewertet ist. Der Dollar machte Probleme, es gab eine deutliche Nachfrageschwäche. Also es gibt einige Unfälle. Was aber allerdings auch auffällig ist, ist, dass wenn Erwartungen getroffen werden, wir hatten es jetzt zum Beispiel bei Kion war es der Fall oder bei Covestro oder Siltronic, Erwartungen werden halt getroffen, Prognosen werden bestätigt und trotzdem verlieren die Kurse an einem Tag bis zu 8%. Das deutet schon darauf hin, dass im Markt irgendetwas im Moment nicht stimmt. Dazu kommt, dass diese Unternehmen auch angekündigt haben, dass das erste Quartal so eine Art Top-Bildung sein wird in Sachen Nachfrage und auch Margenniveau. Und das sieht ein Markt natürlich nicht gerne. Und dann kommt es halt zu diesen massiven Abschlägen bei diesen Werten. Was im Grunde genommen nur hilft, ist, wenn wir Zahlen bekommen, die weit über den Prognosen liegen, wie wir es bei SAP hatten, oder wo wir Zahlen bekommen, die über den Prognosen liegen, wo auch noch eine Prognoseerhöhung dran geschoben wird, wie wir es bei Sixt jetzt gesehen haben. Das reicht dann, dann sehen wir neue Topkurse im Fall von Sixt. Aber alles andere, wo wir sagen, die Erwartungen wurden getroffen, Prognosen wurden bestätigt oder aber Erwartungen wurden nicht getroffen und vielleicht wird noch eine Gewinnwarnung hinterhergeschoben, da fallen die Kurse dann rasant. Schauen wir mal auf einen bestimmten Titel, den wir oft in der letzten Zeit besprochen haben. Die Deutsche Bank war einst ein Vorzeigekandidat oder ein Primus. In der letzten Zeit oft verprügelt worden, auch von uns sehr häufig kritisiert worden. Die haben auch Zahlen gebracht. Was sagen Sie dazu? Ja, man hat es nochmal geschafft, selbst die pessimistischsten Analystenprognosen zu unterbieten. Sämtliche Kennziffern liegen unter den Erwartungen. Dazu kommt auch noch ein enttäuschendes Ergebnis bei der DWS Group, die man ja frisch an die Börse gebracht hat als Vermögensverwalter. Man hat deutliche Rückgänge in den Assets verzeichnet, man hat Gewinnrückgänge verzeichnet, also insgesamt nicht ein tolles Bild. Was man sagen kann, ist, dass ein deutlicher Umbau jetzt greifen wird. Das Investmentbanking-Geschäft, besonders in den USA, wird komplett gestutzt. Das hat manche doch in dem Ausmaß etwas überrascht. In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, wenn Banken so etwas angekündigt haben, dann gab es in der Regel erstmal eine positive Kursreaktion. Schauen wir uns das mal an. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir noch bei der Deutschen Bank jetzt eine technische Gegenbewegung bekommen, auch wenn die ersten Reaktionen jetzt auf die Zahlen negativ waren. Wir sind ja die ganze Zeit außen vor bei der Deutschen Bank, weil wir sie so kritisiert haben. Ist jetzt aber auch kein Grund, jetzt einzusteigen. Da bleiben Sie auf der Zuschauerseite. Wir gucken uns das in Ruhe an. Wer Positionen hat und hinten liegt, der bleibt sicherlich erstmal dabei. Irgendwann wird es besser werden. Ob es jetzt schon der Fall ist, weiß ich nicht. Die Bewertungsrelation gerade gemessen, Börsenwert zu Bilanzsumme sind extrem niedrig. Also ein bisschen Hoffnung haben wir da immer noch. Aber im Moment würde ich sie nicht kaufen. Facebook hat auch Zahlen gebracht, die haben die Analysten überrascht, haben, glaube ich, reagiert plus 7%, plus 6% ungefähr. Also wirklich ein tolles Ergebnis. Aber wenn man an Facebook denkt, muss man auch wieder an das Datenleck denken. Und da schlagen wir dann die Brücke zu den Problematiken, die wir in der letzten Zeit hatten, von Hackerangriffen auf Unternehmen und Regierungen. Tendenz von Cyberkriminalität geht steil nach oben. Das haben Sie mir im Vorfeld so erzählt. Und da haben Sie mir auch gesagt, Sie hätten zwei Aktien im Paket.
Paket, die davon profitieren. Welche sind das bitte? Genau, es gibt Titel, die profitieren davon. Also zunächst muss man sagen, dass die Zahl der Hackerangriffe wirklich global rasant steigt. Wir hatten 2017 ein Wachstum von über 50%. Das natürlich hat wiederum zur Folge, dass die Ausgaben für einen Virenschutz oder für IT-Sicherheit rasant steigen. Wir hatten 2016 einen Anstieg von etwa 12%, hatten dann 2017 einen Anstieg von 15% und werden 2018 schon etwa bei 16% Zuwachs liegen. Jedes zweite Unternehmen, für die Deutschen gilt es zumindest, jedes zweite deutsche Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem Hackerangriff war betroffen oder wurde bedroht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Management-Etagen ihre Investitionen in diese Sicherheitssoftware massiv erhöhen. Flaggschiff natürlich unter den Sicherheitssoftware-Aktien ist die Symantec, die allerdings recht schwere Jahre hinter sich gebracht hat, weil kleinere Konkurrenten ihnen das Feld streitig gemacht haben, weil sie technologisch ein bisschen hinterhergehinkt sind. Der Umsatz stagnierte hier in den letzten Jahren und deshalb fokussieren wir uns hier mal auf zwei neue, kleinere, sehr wachstumsstarke Werte aus Amerika. Den ersten, den ich mitgebracht habe, ist die Proofpoint, die Schadtechnik technisch im Moment auf einem soliden Aufwärtstrend läuft. Proofpoint fokussiert sich auf Messaging-Sicherheit, das heißt, sorgt dafür, dass E-Mails sicher sind, dass schadhafte E-Mails sofort erkannt werden. Man hat den Umsatz in den letzten 5 Jahren in etwa verfünffacht. Der Gewinn steigt derzeit etwa jährlich um 70%. Man macht inzwischen Umsatz von $500 Millionen. Das heißt, man hat zu Symantec, die etwa bei $4 Milliarden liegen, in den letzten Jahren massiv aufgeholt. Ein Unternehmen, was auch immer wieder mit Übernahmespekulationen in Verbindung gebracht wird. Bei Symantec ist es halt der Fall, dass sie im Moment hingehen, um ihre eigenen Probleme zu kaschieren, halt andere Unternehmen zu kaufen. Und Proofpoint könnte so ein Unternehmen sein. Das zweite Unternehmen, was ich mitgebracht habe, ist die Okta. Okta ist ein Unternehmen, wo wir jetzt auf Facebook wieder zu sprechen kommen. Die kümmern sich um die Sicherheit von Usern auf solchen Plattformen wie Facebook. Es können aber auch Kundenplattformen von Unternehmen sein und so weiter. Auch hier sehen wir einen deutlichen Aufwärtstrend. Interessant bei Okta ist, dass die Wachstumsdynamik noch größer ist als bei Proofpoint. Man hat in den letzten 4 Jahren den Umsatz sogar versechsfachen können auf aktuell $250 Millionen. Man arbeitet zwar noch mit roten Zahlen. Allerdings wird man nach etwa 60 Cent Verlust im letzten Jahr dieses Jahr circa nur noch 30 Cent Verlust machen pro Aktie. Dazu kommt, dass man im Moment noch fast 30% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung steckt. Also man ist hier technologisch auf einem extrem hohen Niveau, was sich dann auch im Umsatzwachstum widerspiegelt. Auch Okta ist ein Übernahmekandidat. Zuletzt hieß es mal, dass Private Equity sogar Interesse hat. Das sieht dann so aus, dass eine Private Equity Firma das Unternehmen kaufen würde, ein Übernahmeangebot machen würde, natürlich mit einem Aufschlag es weiterentwickeln würde und nach 3-4 Jahren für einen deutlich höheren Preis wieder verkaufen würde. Also Okta auch eine sehr interessante Sache, was IT-Sicherheit angeht. Habe ich noch eine Frage zu? Wir haben eben Charts gesehen aus den USA. Werden die einigermaßen liquide in Deutschland gehandelt oder sollte man an der Originalbörse kaufen? Sehr gute Frage. Ich würde in beiden Fällen auf jeden Fall an der Originalbörse, das heißt an der Nasdaq in Amerika kaufen, ja. Okay, vielen Dank für die Auskünfte. Sehr gerne. Verehrte Zuschauer, wir hoffen, Ihnen ein Stück weit weitergeholfen zu haben. Proofpoint und Okta können Sie sich durchaus anschauen, die Werte bei der Deutschen Bank. Bleiben Sie bitte Zuschauer. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut. Morgen an der Stelle hier Stefan Schmidbauer, den ich hier morgen begrüßen darf. Und bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.